Heute werden wir eins von diesen beiden Messern hier testen. Entweder das Recon Tanto von Cold Steel oder das M07 von Peltonen. Und das Beste daran wird sein, dass ihr entscheiden könnt, welches Messer heute getestet wird. Und zwar in Form von einer Abstimmung. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit der Abstimmung an, dann dauert das Video nicht so lange. Und die Abstimmung beginnt jetzt. Und ich bin vollkommen bei euch. Richtige Entscheidung. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wollte auch das Peltonen heute testen. Ich finde, in letzter Zeit haben wir auch ein bisschen viel Cold Steel auf meinem Kanal gesehen. Das Peltonen habe ich vom Jan bekommen. Der Jan betreibt einen Online-Shop in der Tschechischen Republik, wo ich den Namen nicht aussprechen kann, aber ich verlinke euch natürlich den Shop unten in der Videobeschreibung. Und jeder, der jetzt wissen will, was kann denn dieses sehr schöne M07 von Peltonen, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und ich werde in nächster Zeit öfters mal so eine Abstimmung machen, weil ihr seid ja auch Teil von den Videos. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Liebe Nature Chiller, bitte abonniert pronto den Kanal. Alter Schwede, ich mache mir gerade einen Zimt-Pflaumentee und der riecht wie Badewasser. Bin ich jetzt schon kein Fan davon. Und außerdem, das ist doch nicht normal, oder? Also, ich habe den Teebeutel ins Wasser gehalten und dann hat das Wasser so zu sprudeln begonnen. Das ist doch nicht normal für einen Tee. Also, keine Ahnung. Ich werde ihn mal probieren und wenn er nichts ist, dann werde ich ihn halt nicht trinken. So, das war's schon. Beginnen werden wir heute mit dem Autoreifentest und ich finde den Test gar nicht mal so verkehrt. Ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr von dem Test haltet. Ich finde, da kann man auf eine sehr humane Art und Weise herausfinden, wie schneidfreudig das Messer ist. Und man kann herausfinden, ob man abrutschen kann oder leicht abrutschen kann oder nicht. Also, ich mag den Test. Und das Messer wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Naja, geht rein wie... Na, super. Wahnsinn. Auch hier die dickere Stelle. Hammer. Aufpassen, dass ich nicht in die Felge steche. Hammer. Ohne Probleme, wie man hier sieht. So, nachdem ich jetzt meinen Tee weggeschüttet habe, da war Zucker drin. Wer macht denn Zucker in einen Teebeutel? Was? Hä? Was? Ich bin so froh, morgen kommt wieder mein Süßholz an. Dann kann ich mir meinen Tee wieder selber machen. Also, Pflaume, Zimt, also seltsam. Völlig egal. Ich war gerade im Wald unterwegs und wollte hacken, aber bei jedem Schlag ist mir eine Tonne Schnee auf den Kopf gefallen. Deshalb hacke ich jetzt hier ein bisschen. Das ist natürlich, boah, das ist natürlich kein Hackmesser. Und hau den halben Stock hier durch. Okay, man kann damit hacken, definitiv. Es ist schön kopflastig und also man kann definitiv damit hacken. Voll gut. Das ist definitiv kein Hackmesser. Ohne Probleme. Und was wirklich sehr genial ist, das ist einfach dieser komplett gummierte Griff. Zum einen, weil wie jetzt gerade im Winter, ich zeige es euch dann gleich, 1A. Es geht wunderschön. Also, es ist nicht wirklich kopflastig. Das war falsch ausgedrückt. Aber man hat... Es zieht halt voll durch. Also, es zieht richtig durch. Hammer. Lass mal wieder rauskriegen. Ja, sehr schön. Also man kann es auch zum Hacken verwenden und was halt wirklich sehr genial ist, das ist hier hinten die Nase. Das macht halt ein Abrutschen, auch ohne Fangriemen, fast unmöglich. Gefällt mir sehr gut.
Ja, dann schnitzen wir einfach mal wieder ein bisschen. Ich habe hier einen Hickory-Holz-Schlagzeugstick. Wie jeder weiß, ein sehr, sehr hartes Holz. Und ich habe schon ein bisschen geschnitzt und ich kann euch nur eins sagen, das Ding reißt ordentliche Brockenholz raus. Also es ist wirklich brachial scharf, auch nach dem Hacken. Ist halt einfach so. Geht super. Ich schnitze jetzt noch ein bisschen vor mich hin. Überhaupt kein Problem. Das einzige Manko, was ich bei dem Messer habe, das werde ich euch aber dann in meinem Fazit mitteilen. Aber ansonsten, Hammer. Sehr schön, sehr schön. Ich schnitze noch ein bisschen und dann schneiden wir das Seil nochmal durch. Nachdem wir jetzt den Autoreifen penetriert haben, und der Autoreifen hat mir übrigens verraten, ihm hat's gefallen, zum einen, zum anderen konnte er sich danach nicht mehr ohne Scham im Spiegel anschauen. Und nachdem wir jetzt auch noch gehackt haben und geschnitzt haben, wollen wir doch mal schauen, wie das Messer jetzt durch das Kletterseil durchgleitet. Ja, immer noch ohne Probleme. Das Messer hat wirklich nichts an seiner Schneidfreudigkeit verloren. Ist echt der Hammer. Fühlt sich auch noch brachial scharf an. Es ist wirklich so. So, meine Lieben, das hier ist quasi jetzt die erste Aufnahme vom Video, was natürlich in der Take-Reihenfolge vom Video gar nicht möglich ist, weil ich kann ja jetzt noch gar nicht wissen, für welches Messer ihr euch in der Abstimmung entschieden habt. Also versteht ihr, was ich meine? Also woher soll ich wissen, dass ihr euch für das Peltonen entschieden habt? Aber ich muss den Take ja jetzt am Anfang drehen, weil ich möchte jetzt dann auch Tee haben. Böse Zungen könnten mir natürlich Schiebung unterstellen, was natürlich der totale Blödsinn ist, natürlich. Jetzt, ich kenne mich gerade selber nicht mehr so ganz aus. Aber versuchen wir einfach mal den Feuerstahl mit dem Messer anzureißen. Und ich habe schon ein bisschen probiert und es geht nicht dank der Beschichtung. Ist halt einfach so. Ich werde mir die Beschichtung sowieso wegmachen und dann sollte dies natürlich auch kein Problem sein. Kriege ich es an? Nur ein Funken, komm! Jetzt ist die Beschichtung ein bisschen weg, man sieht's, aber ich krieg's nicht an. Ja, was halte ich denn jetzt von dem Sissi Pucco M07 von Peltonen? Ich mag das Messer, ganz ehrlich. Also ich wollte es ja schon immer mal ausprobieren, oder was heißt immer, seit ich es halt zum ersten Mal gesehen habe bei Michi auf dem Kanal. Also vor ein paar Monaten, immer. Was hat meine Ex immer gesagt? Immer macht's schlimmer. Was? Schrecklich. Ja, und jetzt habe ich es wie gesagt bekommen und jetzt durfte ich es ausprobieren und ich mag es wirklich. Es gibt zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Die eine Sache ist leicht zu beheben und das ist die Beschichtung von der Klinge. Die gefällt mir halt einfach nicht, aber das wird sich mit der Zeit sowieso von selber erledigt haben, diese Beschichtung. Und ich finde den Griff sehr genial, zum einen. Was mich aber ein bisschen stört, das sind diese Rillen, dass man nicht abrutschen kann. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber diese Rillen, die sind halt auf dem Griff aufgebracht und nicht eingelassen. Also die stehen quasi vom Griff weg. Und das ist nicht so wirklich angenehm beim Arbeiten. Es stört jetzt nicht. Also man kann damit ganz normal arbeiten, aber ich hätte diese Rillen überhaupt nicht gebraucht. Mich stören sie. Wenn man jetzt Handschuhe anhat, überhaupt kein Problem. Aber ohne Handschuhe ist halt, ich weiß schon, wenn mich sowas stört, dann habe ich im Wald nichts verloren. Ist klar, ich weiß es ja. Ich habe es fast schon wieder vergessen gehabt. Jetzt gerade ist es mir wieder eingefallen. Ich habe im Wald nichts verloren, wenn mich so etwas stört. Ja, das waren aber auch schon die zwei Sachen, die mich wirklich stören. Der Griff ist
schön groß. Man hat wirklich das Gefühl, auch einen Griff in der Hand zu halten. Also von dem her. Und man hat es gesehen, es ist ein Schneidteufel. Es ist ein wunderschönes Allround-Messer, wie ich finde. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Scheide. Seine Kunststoffscheide. Und man kann die Gürtelschlaufe auf beiden Seiten befestigen. Das Messer sitzt bombenfest drin. Also von dem her ein Top-Messer. Wirklich ein Top-Messer. Seltsam, dass ich das einfach vorher noch nicht kannte, bevor ich es bei Michi gesehen habe. Seltsam. Also wirklich ein Top-Messer. Was auch sehr gut ist, besonders für die kalte Jahreszeit, der Griff ist komplett umschlossen und deshalb wird es nicht so kalt an den Pfoten. Ja, und ich weiß, wenn mir kalt an den Pfoten ist, dann habe ich im Wald nichts verloren. Ich weiß schon, ist schon klar. Entschuldigung. Ich kann nicht anders. Ja, jetzt zeige ich euch noch, wir gehen jetzt dann rein und dann zeige ich euch noch die anderen drei Modelle. Aber das wird bei mir bleiben, weil ich kann es schlecht zurückschicken. Wir schauen jetzt einfach noch rein. Hier liegen sie also, alle drei M07 Modelle von Peltonen. Die technischen Daten haue ich euch irgendwo hier mal hin, da habe ich mir extra ein bisschen Platz gelassen. Was noch ganz interessant ist, bei dem Modell haben wir eine Teflon beschichtete Klinge. Bei dem Modell haben wir dieselbe Beschichtung wie beim Skrama. Das Modell gefällt mir auch am besten persönlich, aber ich habe mich für die Coyote-Variante entschieden. Ich habe noch kein Coyote-Messer und diese Variante hat eine normale schwarze Beschichtung auf der Klinge und ich hoffe halt, dass die Beschichtung früher oder später von alleine abgeht. So. Von den drei Scheiden gefällt mir diese hier am besten. Die kann man sich umbauen. Ich finde den Mechanismus, der das Messer in der Scheide hält, auch sehr interessant. Wir haben hier dieses Gummirad und da muss der Griff vorbei und dann sitzt das bombenfest. Die Möglichkeit, die Scheide beidseitig am Gürtel zu befestigen, haben wir bei der Lederscheide hier nicht, aber die ist trotzdem top verarbeitet und was mir sehr gut gefällt ist, dass wir hier auch noch eine Daumenrampe als Ziehhilfe haben. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Man kann auch alle Modelle mit den Scheiden austauschen. Also, und es gibt auch die Scheiden einzeln nachzukaufen und ja, schaut einfach mal bei dem Shop vorbei vom Jan. Der Shop heißt, ich kann es nicht richtig aussprechen, aber der Shop heißt Slepsovac. Ich habe euch den Link unten in die Videobeschreibung natürlich reingehauen. So, meine Lieben, schaut da mal vorbei und sucht euch das Passende für euch aus. Ein sehr, sehr interessantes Messer, wie ich finde. Und auch ein sehr gutes Messer, muss ich jetzt nach dem Test zugeben. Leute, das war's von mir und von meinem Video. Geht raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte, treibt es nicht zu wild. Sagt Nature Chill.